Meine sehr verehrten Damen, meine Herren, liebe Mitglieder unserer Bank. Leider können wir dieses Jahr nicht unsere Generalversammlung in den Westfalenhallen durchführen. Die Corona-Pandemie macht uns einen Strich durch die Rechnung. Auch in Dortmund sind die Zahlen der Neuinfektionen über die kritische Marke von 50 pro 100.000 Einwohner gestiegen. Das ist schade. Wir hatten bis zuletzt gehofft, dass es eine ähnliche Entwicklung wie in Münster gibt. Dort sind die Zahlen relativ konstant um die 30. Aber hier in Dortmund sind wir wie im gesamten Ruhrgebiet doch weit über die 50 hinausgekommen. Und deswegen müssen wir unsere Generalversammlung am 27. Oktober leider absagen. Das bedauern wir sehr, denn wir hätten Sie gerne persönlich begrüßt. Und wir haben auch eine große Halle gemietet. Wir hatten ein sehr gutes Hygiene- und Abstandskonzept vorgesehen, damit Sie und wir in gutem und in Sicherheit tagen können. Dieses Jahr ist alles anders. Dieses Jahr laden wir Sie zu einer virtuellen Generalversammlung am 14. Dezember ein. Hierzu erhalten Sie noch fristgerecht Ihre Einladung und die Zugangsdaten. Wichtig für Sie zu wissen ist, meine Damen, meine Herren, dass wir Sie vorab und im schriftlichen Verfahren um die notwendigen Beschlüsse bitten werden. Zum Beispiel zur Gewinnverwendung, zur Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat und zu den Wahlen zum Aufsichtsrat. Dazu erhalten Sie einen Stimmzettel Anfang November zugeschickt. Das Geschäftsjahr 2019 war ein erfolgreiches Jahr für unsere Bank für Kirche und Diakonie. Deswegen sind wir dankbar und froh, dass wir im Einvernehmen mit unserem Aufsichtsrat Ihnen, liebe Mitglieder, eine Dividende von 4% vorschlagen können. Aufgrund einer sogenannten dringenden Empfehlung der EZB und Bundesbank war es sozusagen allen Banken und Sparkassen in Europa nicht erlaubt, in den ersten drei Quartalen eine Dividende auszuschütten. Deswegen haben wir auch unsere Generalversammlung in das vierte Quartal verlegt und wir freuen uns, heute sagen zu können, dass wir die Dividende in Höhe von 4% auszahlen können. Auch damit unterstützen wir Ihre Arbeit mit rund 1,7 Millionen Euro. Das ist uns wichtig. Dieses Jahr ist gekennzeichnet durch die großen Herausforderungen, die die Covid-19-Pandemie für unsere Gesellschaft, aber auch für unsere Wirtschaft bereithält. Ich darf Ihnen sagen, wir sind bisher sehr gut durch die Krise gekommen und konnten Sie, unsere Kundinnen und Kunden, gut unterstützen mit unseren Zahlungsverkehrsleistungen, Wertpapierberatungen und auch mit den Darlehensauszahlungen. Die gute Entwicklung kommt auch zum Ausdruck in unserer Bilanzsumme und wir erwarten zum Jahresende, dass wir erstmals die 7 Milliarden Euro Marke erreichen. Das sind 1,2 Milliarden mehr als im Jahr 2019. Die gute Entwicklung der Bilanzsumme resultiert aber auch daher, dass Sie mehr und mehr Liquidität bei uns parken. Allein die Kosten hierfür müssen wir an Sie zurückgeben. Denn wir können anders als früher diese Gelder nicht mehr längerfristig anlegen, sondern müssen sie selber bei der Bundesbank zu aktuell 0,5% verzinsen. Viele unserer Kunden halten einen zu hohen Bodensatz an Liquidität vor, den sie eigentlich für ihre Arbeit nicht benötigen. Deswegen freuen wir uns, dass Sie verstärkt unsere Wertpapierberatung in Anspruch nehmen und die überschüssige Liquidität in Wertpapieren oder längerfristigen Geldanlagen anlegen. Das ist gut so und das ist auch notwendig. Bitte lassen Sie sich weiter beraten, um die Chancen,
die sich auf den Kapitalmärkten immer noch ergeben, auch zu nutzen. Aktuell gehen wir weiterhin von einer Erholung des Bruttoinlandsproduktes aus und hoffen, dass wir keinen zweiten bundesweiten Lockdown sehen werden. Aber eine Prognose bleibt schwierig. Wir fahren weiter auf Sicht und nehmen die Herausforderungen an, wie sie kommen. Eines ist mir aber noch sehr wichtig zu betonen. Sie, liebe Kundinnen und Kunden aus Kirche und Diakonie, haben einen wichtigen Beitrag in der ersten Welle der Corona-Pandemie geleistet und wir konnten und durften sie dabei unterstützen. Und das haben wir sehr gern getan und tun es weiterhin mit vollem Herzen und großem Engagement. Für heute bleibt mir noch, Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit zu danken. Ich freue mich, wenn wir uns am 14. Dezember zu unserer ersten virtuellen Generalversammlung wieder sehen und wieder hören. Bleiben Sie gesund. Dankeschön.